Guten Morgen zusammen. Ich bin heute am Wörthsee westlich von München auf einem der drei Stege und mein Projekt ist heute, den Sonnenaufgang zu fotografieren. Ich nehme euch mit, zeige euch, auf was ich achte, zeige euch mein Equipment und hoffe, dass ich ein ziemlich schönes Foto heute schaffen kann. Wenn ich am See fotografiere, nehme ich meistens einen Filter mit oder ein ganzes Filtersystem. Unter anderem ist es ein ND-Filter, der verdunkelt einfach die Linse, somit kann ich länger belichten und es hat den Zweck, dass die Wasseroberfläche spiegelglatt aussieht. Fast schon träumerisch. Um den ND-Filter anzubringen, brauche ich diesen Filterhalter. Das ist so ein 100 mm System. Die Gänse sind auch schon wach, ich höre nur Gegacker, du. Und wichtig ist, bevor man den Filter vorne drauf schraubt, sollte man vorher manuell fokussieren, weil wenn der Filter drauf ist, ist das Bild schwarz und man sieht gar nichts mehr. Deswegen mache ich die Kamera jetzt an, fokussiere den Bereich, den ich scharf haben möchte und ja, stelle einfach mal die Bildkomposition ein. Und ich bediene mich hier der Drittelregel. Ich möchte zum Beispiel zwei Drittel Himmel zeigen, ein Drittel Wasser. Somit bin ich auf der Wasseroberfläche auf der unteren Kante. Finde ich ganz top. Ich schaue, dass das Bild einigermaßen mittig ist. Jetzt gucke ich auch noch mal kurz nach der Wasserwaage. Die solltet ihr auch immer anklicken und mal richtig reinschauen. Ist das Bild tatsächlich richtig ausgerichtet? Dann schaue ich, dass ich einen manuellen Fokus einstelle, weil an dem will ich jetzt nichts mehr ändern. Die Kamera bleibt fest auf dem Stativ stehen. Gehe hier in den manuellen Fokus. So. Schau, dass die Sache einigermaßen scharf ist. Ich denke, jetzt habe ich die Schärfe schon. Ich kann hier auch nochmal hier in die Lupenfunktion reingehen. Etwas ranzoomen, ja. Nichts war scharf. Deswegen kann ich sie jetzt hier noch viel besser beurteilen. Und würde sagen, jetzt habe ich es. Jetzt ist das Bild scharf, so kann ich es machen und ich lasse jetzt alles in den manuellen Fokus. Nächster Punkt ist, ich stelle meinen Weißabgleich jetzt einfach mal auf Sonic und lasse ihn auf Sonic die ganze Zeit. Dann schaue ich zu, dass ich eine Auslöseverzögerung wähle. Ich wähle jetzt mal 5 Sekunden. Das hat den Vorteil, wenn ich auf den Auslöseknopf drücke, verwackelt einfach nichts, weil die Kamera erst nach 5 Sekunden fotografiert. Und jetzt wähle ich auch noch das Histogramm aus, in dem ich sehen kann, wird das Bild ausgebrannt sein oder nicht. Jetzt belichte ich noch ein bisschen heller und sage ich, mei, das Bild passt so erstmal für mich. Ich mache mal einen Testshot. Blende 14, ISO 100, Belichtung 1/3, zack. Ihr seht ganz genau diese Wellen auf dem Wasser, die möchte ich nicht haben. Deswegen verwende ich einen ND-Filter, dass ich entsprechend länger belichten kann. Wenn länger Licht reinkommt und die Linse vorn abgedunkelt ist, habe ich einfach diesen schönen glatten Wassereffekt, den ich bezwecken möchte. So. Als passenden Filter für diese Lichtsituation verwende ich jetzt diesen Haida Nano Pro 3.0 Filter. Der verdunkelt mein Bild um das Tausendfache. Wenn ich den jetzt vorne auf die Kamera draufschraube, wird das Bild automatisch schwarz. Allerdings, wenn ich dann ca. 30 Sekunden oder sagen wir jetzt bei den Lichtverhältnissen eher mal eine Minute ca. belichte, entsteht einfach ein richtig schönes Bild und das zeige ich euch, wie ich es angehe. Und hier als Verdeutlichung seht ihr genau, wie das Bild gleich aussieht, nämlich schön schwarz. Ja, ich habe jetzt gemerkt, dass 30 Sekunden schon viel zu kurz sind. Ich muss viel länger belichten, damit ich ein vernünftiges Bild bekommen kann. Und deswegen ist es wirklich ratsam, so einen Funkauslöser zu nehmen. Da ich jetzt im Bulb-Modus bin und länger als 30 Sekunden belichten kann, wähle ich jetzt mal eine 20er Blende und belichte mal so richtig lang, sagen wir mal 1,5 Minuten, mit Hilfe dieses Funkfernauslösers und sage, go for it. Die Sonne verschwindet auch direkt gleich hinter den Wolken. Vielleicht ist es der einzige Shot, den ich heute machen kann.
2 Minuten belichtet, bam. Das Bild ist dermaßen unterbelichtet. Aus Erfahrungswerten würde ich jetzt sagen, mindestens doppelt so lang belichten. Hätte mir jetzt natürlich Sonnenstrahlen gewünscht, die hier auf den Steg treffen, ist aber nicht so. Ich mache es meistens per Try and Error. Natürlich könnt ihr auch die Blende und die Belichtungszeit berechnen, aber im Kopf kann ich es leider nicht. Deswegen greife ich da nur auf Erfahrungswerte und Try and Error zurück. Da verliert man natürlich Zeit, aber jeder macht halt, wie er kann. Lesson learned, man sollte sich die Wettervorhersage ganz genau anschauen, ob tatsächlich früh die Sonne scheint. Die Sonne kommt raus, nächster Versuch. Ich habe jetzt eine 20er Blende eingestellt und belichte diesmal nur 4 Minuten. Hier fliegen relativ oft Vögel durchs Bild. Da ich lange belichte mit diesem ND-Filter, sieht man die Vögel nicht. Sie sind unsichtbar auf dem Bild. Das ist relativ gut. Kann man auch verwenden, wenn man zum Beispiel an einer Touri-Attraktion ist, macht da Fotos und möchte keine Menschen auf dem Bild haben, die durchs Bild laufen. Einfach einen ND-Filter draufnehmen, lange belichten und dann sind die quasi weg. Okay, jetzt habe ich 4 Minuten auf der Uhr stehen. Ich stoppe das Bild. Wow! Leider gab es heute Morgen keinen wunderschönen Sonnenaufgang, aber ich denke, ich habe trotzdem ein Gefühl dafür bekommen, für was sind ND-Filter gut? In dem Fall für Seefotografie, um das Wasser zu glätten und auch die Wolkenzieher schön aufzunehmen, indem man länger belichten kann. Ich werde heute nicht das letzte Mal da sein, um den Sonnenaufgang zu fotografieren. So hoffe ich einfach auf besseres Wetter und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.